Aber Beamy ist Captain. Konfrontation, das neue Skills wieder, die kennen wir noch nicht. Feuere mit deiner Pistole auf jeden sichtbaren Feind einen Schuss ab. What the fuck? Das ist ja übelst genial. Führe einen Reflexschuss gegen einen beliebigen Feind aus, der sich innerhalb deines Schussfeldes bewegt oder angreift. Ich würde das mal ausprobieren. Wie gesagt, wir können notfalls dann immer noch die neu ausbilden. Und das neu verteilen. Wir probieren erstmal Abschusszone. Aber Konfrontation klingt auch richtig krass, ne? Auf jeden sichtbaren Feind Schuss abfeuern ist ziemlich heftig. Wir probieren es erstmal in die Abschusszone. So, mich kann man auch befördern. Finde ich gut. Ja, lass mal heftiger Schuss jetzt hier machen. Das haben wir mit Beamy nicht gemacht. Bedeutet, die Trefferwahrscheinlichkeit ist um 25% reduziert, aber wir machen 50% mehr Schaden. Ne? Also wenn ich mal treffe, ist der Schaden ordentlich. So, Codex hören. Okay. Hallo, Commander. Hallo. So, okay, Curie hat sich erholt, das freut mich. Kate hat sich ein bisschen erschüttert, schade. Und neues Personal erhalten, ein neuer Ingenieur. Ne? Da freue ich mich drüber. So gut, den können wir ja gleich mal einsetzen. Kommunikationszentrale brauchen wir noch nicht. Dann können wir den erstmal... Ihr Vater wäre stolz auf das, was wir hier geleistet haben. Was Sie aus diesem Schiff gemacht haben. Ich wünschte nur, er hätte noch erleben können, wie wir zurückschlagen. Dass es nicht umsonst war. Glauben Sie mir, er wusste es. Ihr Vater hatte unerschütterliches Vertrauen in die Menschheit. Er wusste, dass wir diesen Krieg gewinnen können. Commander? So, ja, lass mal das mit der experimentellen Rüstung ausprobieren. Klingt gut, Commander. Ich lasse es Sie wissen, sobald das Projekt einsatzbereit ist. So, wir müssen jetzt aber uns dann auch beeilen. Wir müssen bald die Schattenkammer müssen wir machen. Und das Infiltrieren wird es endlich losgehen, auf jeden Fall. So, ist in der Medizinkammer noch einer? Sagen Sie, Doktor, das Leben in den Kolonien und die Arbeit mit Edwin muss doch angenehm gewesen sein. Warum der Sinneswandel? Wie die meisten Leute wollte ich glauben, dass die Aliens am Frieden interessiert waren. Bei der Zusammenarbeit mit ihnen blieb mir zwar nicht wirklich eine Wahl, aber mir gefiel die Aussicht auf Normalität. Das war ein Fehler. Sie hätten es besser wissen müssen. Die Aliens hatten nie den Wunsch nach Frieden. Wie ich schon sagte, es war ein Fehler. Einer, den ich hier bei XCOM begradigen möchte. Dann ist die Arbeit genau das Richtige für Sie. Das finde ich aber schön so mit den Dialogen so nebenbei. Also wenn ich es mitbekomme, versuche ich schon durchlaufen zu lassen, weil das interessant ist. Wirklich interessant. Vorratslieferung verfügbar. Kampfschiff. Belohnung Alien-Legierung. Okay. So, nö, wir machen aber jetzt erstmal hier. Wir wollen jetzt infiltrieren. Wir müssen jetzt Kontakt herstellen erstmal. Also, los geht's. Setze Kurs auf Sektor 4. Ne, noch vier solche Dinger. Wenn die voll sind, dann ist die Kampagne verloren. Das darf man nicht vergessen. Das darf man nicht vergessen. So. Ich finde es trotzdem cool. Laut und deutlich. Neue regionale Kontakte gefunden. So, wie sieht's denn aus jetzt hier? Neue Schiele, kann ich jetzt angreifen, Leute? Okay, das ist ja cool. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt ins Zentrum drauf, ne? Commander, nachdem wir den Kontakt zum lokalen Widerstand hergestellt haben, liegen uns jetzt die Details vor, die wir zum Angriff auf die Alien-Einrichtung benötigen. Das ist unsere Chance, ihre Fortschritte beim Avatar-Projekt zu verlangsamen. So. Okay, Ziel. Sabotiere die Alien-Einrichtung. Die Aliens haben tief in der Wildnis eine Einrichtung errichtet. Sie fördert den Fortschritt ihres Avatar-Projekts. Wir müssen sie zerstören. Alles klar. So. Okay. Ist das jetzt hier ein Ranger? Nee, das ist noch ein Grenadier. Ist der Ranger schon fertig? Weil dann könnten wir daraus noch Captain America machen, wenn wir Bock hätten. Drei Grenadiere will ich auf jeden Fall nicht mitnehmen. Habe ich kein Interesse dran. So, verwundet. Jammern Ranger. Ruben. Was ist mit Lutz eigentlich? Ist der mal wieder fit? Nee, das ist immer noch verletzt. Okay, das ist ärgerlich. Ja gut, dann nehmen wir den hier noch mit.
und machen daraus Captain America, würde ich jetzt noch vorschlagen. Also, es gibt hier einen kleinen Cut und wir sehen uns, wenn ich fertig bin. Bis gleich. Das Problem ist, wir können leider noch nicht sehr viel einstellen. Der ist im Rang einfach noch sehr niedrig. Also, das ist noch kein guter Captain America. Ne? Und wir machen auch noch Sidier dann draus, sobald ich dann einen Spitznamen einstellen kann. Das machen wir dann noch auf jeden Fall. Ne? So, der wird noch umgeändert über die Zeit. Das ist einfach nur zu niedrig, ich kann jetzt noch nicht sehr viel einstellen. Ach, das geht jetzt? Ach jo, das ist das mit dem PKS. Das KS steht bestimmt irgendwie für Kampfsimulation. Oder so, hä? Fortschrittliche Geschwindigkeit plus der Mobilität. Okay, nice. Da muss ich aber erstmal nachdenken, wem ich das gebe, weil das wird wahrscheinlich dann auch die ganze Zeit dann immer drinnen bleiben, könnte ich mir vorstellen. So gut, also, wir haben jetzt unterwegs einmal Spezialist, noch ein Spezialist, der McKay natürlich wieder, Rambo, Captain America, dann meine Wenigkeit und Morpheus. Okay, dann los. Haben wir wenigstens einen Ranger dabei, ist schon ganz gut. Oh, ich bin übelst gespannt jetzt hier. Das ist erstmal, dass wir von denen eine Basis angreifen. Wir rücken aus, um eine Hochsicherheitseinrichtung von Advent hier im Gebiet zu vernichten. Dem Widerstand nach werden in der Einrichtung Forschungen fürs Avatar-Projekt durchgeführt. Nähern Sie sich dem Ziel und platzieren Sie die X4-Ladungen. Sobald Sie scharf sind, gehen Sie auf sichere Distanz und zerstören die Einrichtung. Okay. Das wird interessant auf jeden Fall. Manus 1-5, Zielkoordinaten eingegeben. Gehen Sie in Position und platzieren Sie die X4-Ladungen. Ah. Ich habe ein kleines bisschen Angst, muss ich zugeben. Ganz kleines bisschen. So, mein lieber Rambo, lass schon mal hier hingehen. Sono in movimento. Quelli non sono dei nostri. Ja, alles klar. Diesmal haben sie mich nicht gleich entdeckt. Ich ja auch mal, weiß ich nie. So, 93%? Wow. Okay, das ist schon mal sehr, sehr nice. Geh du hier hin? Hat jetzt auch ein Ziel, aber das ist genau das gleiche Ziel wie davor. Ich werde natürlich ich werde wahrscheinlich nächste Runde dann angreifen, könnte ich mir vorstellen. Solange ich hier oben bin, kann ja... Doch, hier könnt ihr mich sehen. Alter, können die weit gucken. Aber ich bringe trotzdem die Sniper schon mal hinter den Baum. Wenn die mich dann jetzt sehen, ist es halt so. Aber der Baum müsste mich ja eigentlich schützen, hoffe ich. Schon unterwegs. Sehr gut. So, ganz ruhig. Hier müssen wir hin. Alles klar. Ich würde gerne, wirklich sehr gerne erstmal die erhobene Position jetzt hier weiter nutzen wollen. Hier kann ich niemanden mehr hinschicken. Das ist ein bisschen ärgerlich hier genauso nicht, ne? Ja gut, dann geht mal... Geh erstmal hier hin. Geh mal hier hin, da muss ich weiter überlegen. Und das schicken wir... hier hin, würde ich sagen. So. Ist mir übrigens aufgefallen, ich muss nicht immer warten, bis die durchgelaufen sind. Ich kann schon parallel weitermachen, ne? Das beschleunigt die ganze Sache jetzt mal noch ein bisschen. So, geh du nochmal hier hin, hier. Halt. So. Rolling out. Okay. Die Frage ist, was mache ich mit euch? Nicht, dass sie jetzt ein Stück nach vorne laufen und dann sehen die mich. Ne? Wenn die in die Richtung hier laufen und die haben keine Deckung, ist das eigentlich ein bisschen ungünstig. Deswegen würde ich euch lieber erstmal hier hin bewegen. Ich bin auf Nummer sicher. Order's confirmed, on the move. Ich hoffe nur, die sehen mich dann nicht hinter den Bäumen, aber ich glaube nicht. Meist ist ja Deckung. So, geh du mal hier hin, das passt dann. Bien compris, j'y vais.
So. Okay. Du gehst einfach nur in Deckung. Roger, stopp qui! So, mal sehen, wie die sich bewegen. Haben mich nicht entdeckt. Und jetzt sind sie nicht mehr in Sichtweite. Also, soweit können die sich jetzt ja nicht bewegt haben, Leute. Ich habe eine Angst, dass wenn ich jetzt hier hinlaufe, dass die mich dann sehen. Aber ich muss gucken. Rücke aus. Wo sind die denn jetzt hin? Covering. Maintaining position. Yo, da sind welche, Leute. Hoffentlich entdecken die mich jetzt nicht. Ich habe mal einen kleinen Cut gesetzt, weil ich wusste nicht, wann die kommen. Ich habe jetzt einfach hier die ganze Zeit gewartet und die noch ein bisschen positioniert. So, sobald ich mich bewege, sehen die mich. Alles klar. Dann würde ich vorschlagen, die hauen wir dann eine Granate hier drauf und mit dem Rest machen wir Sperrfeuer. Das Geile ist ja, wenn wir jetzt, ist das Morpheus? Nee, leider nicht. Mit Morpheus wollte ich gerne eine Granate drauf schießen, weil dann erhöht sich ja die Trefferwahrscheinlichkeit mit Feuerschutz. Das haben wir extra geskillt. Also. Jo. Bumm. Mir entgeht nichts. Und hier warte ich mal noch ganz kurz. Ey, die machen mir jetzt sowas von platt, Alter. So, Morpheus. Hier sehen die mich noch nicht, ne? Gut, dann bringen wir dich mal so in Position, dass du noch ein bisschen herankommst, weil ich glaube, von hier aus wird das nicht ganz was. Aber wenn ich dich hier bewege, wird das was. Und hier sehen die uns auch noch nicht. Moving out. Okay, Moment, da wollte ich jetzt noch Feldposten. Du auch noch? Übelste Gemetze wird das jetzt hier. So, wir erwischen alle drei. Na dann Feuer. Geht los, Leute. So. Bewegt euch. Bewegt euch. Ah, ich freue mich. Das wird lustig. So. Rambo. Der ist schon down, nice. Rambo, Rambo, Rambo. Hat Mac geknechtet. Und er hat sogar was getroppt, was sehr gut ist. Uccisione confermata. Forse ha qualcosa addosso. Ja. Die bewegen sich ja gar nicht. Bewegt euch. Oh, ist das gemein. Jetzt, aber wenigstens bewegen die sich jetzt noch. So, der ist auch down. Das war ein Fehler, Kollege. Captain America hat zugeschlagen. Ja, oh nice. Ich hoffe, Curry macht jetzt keinen Scheiß, Alter. Okay, das ist in Ordnung. Dann kann ich leben, Leute. Großartig. Panik entfernt. Okay, das ging schnell. So. Okay, hier hätten wir aufgeräumt. Dann. Ich muss mal unbedingt den Nachnamen. Ich gebe dem wahrscheinlich Rocky als Spitznamen oder so, könnte ich mir vorstellen. So, hier haben wir keine Deckung. Dann geh erstmal hier hin, dann können wir erstmal gucken. Affirmativo. Da sind welche. Da ist ein Turm und links waren auch welche gewesen. Mal jetzt hin irgendwie. Ja, so das schon deutlich hat er auf jeden Fall. So, Granate erstmal, dass wir beide treffen und die Rüstung müsste kaputt gehen. Und das wird erstmal eine gute Idee. Granate! Ach, der italienische Rambo, großartig. So. Er steht jetzt natürlich scheiße, ne, das ist klar, aber ich hoffe einfach, dass wir die jetzt platt bekommen. Ich muss jetzt aber wieder ein bisschen offensiver vorgehen, ich komme da jetzt nicht drum herum. Hier haben wir sogar ein Ziel, 90% mit Beam. Können wir so einen harten Schuss machen? 6 bis 8 Schaden, das Ding hat, aber das hat noch Rüstung, deswegen. Ich versuche mal heftiger Schuss, die Trefferchance 68%, dann kriegen wir es aber definitiv down. Weil wir 9 bis 11 Schaden machen. Probieren's.
Ziel verfehlt. Hm. Offensichtlich. Tja, warum sollte ich auch jemals irgendwas Cooles machen oder so, ne? Oh nein, das gibt's doch nicht. So, die haben alle keine Ziele. Ich muss die alle nach vorne schicken jetzt hier. Okay, geh du mal hier hin. Heading to that location. Gehst du ins Ziel rein? Sehr gut. 63, 73. Wir müssen jetzt erstmal den platt machen hier. 63%. Der ist aber dann tot, wenn wir treffen. Okay, geht los. Ich liebe auch übelst den Sound von der Waffe, ey. Aber richtig dolle. So, Captain America. Ja, muss man hier hinstellen. Da haben wir hier nämlich auch flankiert. Aber es war gut gewesen, dass ich erstmal hier oben geblieben bin. So, so geht los. So, das ging schnell. Captain America fackelt auf jeden Fall nicht lange. So, mal gucken, ob wir da irgendwie den Turmblatt bekommen. Es ist schade, dass ich das mit der Sniper nicht getroffen habe. Ja, das ist Pech gewesen. Aber ich glaube, ich lege die nicht als Ziel rein. Jetzt setze ich die hier anstelle. Der Turm ist so weit weg. Gut, dann machen wir erstmal Feldposten bei dir. Dich können wir noch weiter nach vorne bringen, aber da kriegen wir den Turm auch nicht rein, denke ich. Ja, die haben sowieso alle keine richtige Deckung gegenüber dem Turm. Stell dich lieber ein bisschen nach vorne, mach Feldposten. Und ja, jetzt kriegen wir halt Schaden. Wow! Ein Lebenspunkt! Rambo! Rambo! Alter. Okay, ganz ruhig, Curry. Oh nein, ich habe schon wieder vergessen, ihr Medipack noch mitzugeben. Ich muss ihr noch ein Medipack geben. Da kann sie nämlich mehr heilen. Das hab ich, vergesse ich jedes Mal. So, halt den erstmal den Kollegen. Und wir müssen die Drohne upgraden. Weil dann wird es auch mehr heilen. Nicht nur 4 Trefferpunkte. So, oh Gott, ey, das war knapp gewesen. Das war haarscharf. So, Beam kann ich nochmal machen, probieren mit dir? Ich probier's jetzt nochmal, Leute. Aber ich kann diesmal nicht diesen harten Schuss machen, oder was? Ja, muss ich warten, okay. Moment. Ich kann mit dir, kann ich auch hier hingehen? Kriegst du das jetzt rein, das Tier? Oh nein! Nein, das ist doch gemein, Leute, dieses eine Feld. Okay, das ist nice, wir treffen alle. Im Feuer. So. Das nervt mich gerade übelst, Leute. So, kann ich nicht einfach eine Splittergranate auf das Ding drauf schießen, dann geht das kaputt, weil es runterfällt? Müssen wir ausprobieren, ob das klappt oder nicht, aber wenn die Struktur kaputt geht, dann hat das doch immer gut funktioniert bisher. Ah ne, hier ist der Turm. Scheiße. Oh, schade, ich dachte schon, ich kann beide treffen. Geht aber nicht. Ja komm, wir schießen mal drauf hier. Es ist das Alien-Gebäude, die beiden sowieso. Ja. So, Feuer. Una sorpresa per te. Mal gucken, ob das kaputt geht, weil das Gebäude kaputt geht. Jo. Das ist total cool, Leute. Das übelste Loch jetzt drin und das Gebäude ist im Arsch. Und der Turm ist runtergefallen. Das hat aber funktioniert. Es war irgendwie ein bisschen komisch gewesen von der Animation her. Das ist ein bisschen buggy gewesen. So, gut, dass die Leute erstmal wegballern hier. Das dürfte jetzt ja... Ja, ich würde sagen, wir stürmen sogar weiter vor. Curry können wir einfach mal ballern. Das treffen wir ja. Geht sowieso nur ein Ziel. Können sie auch nicht mehr bewegen. Sehr, sehr gut. So. Captain America, du kannst noch ein bisschen nach vorne gehen. Du kannst sogar mit dem Schwert zuhauen. Ich hätte dich aber ungern noch weiter vorne. Weil hier kommen dann nie wieder neue Aliens und das wollen wir jetzt eigentlich nicht. Wir können aber die flankieren. Wenn ich dich hier hinschicke, schicke dich mal hier hin. Scheiße, ich muss das Ding eigentlich noch einsammeln, ne? So, wir killen erstmal. Moment. Headcheck. Dich kann ich auch bewegen, ne? Kann ich. Geh mal hier hin.
Raptor hier oben hin. Das war... Ja, komm, da hebt man das noch schnell auf. Wir gehen jetzt davon aus, okay, dass wir schaffen, die zu killen. Ich weiß nicht, ob das dann nicht so runde schon weggeht oder noch da bleibt. Da bin ich mir unsicher. So, fortschrittlicher Schaft schon wieder. Datenspeicher und... Laservisier. Erhöht die kritische Trefferchance. Nice. Cool. Sich gelohnt, das einzusammeln. So, 87, 81, 63. So, wir killen erstmal den da hinten. McKay trifft sogar mal was. Der hat schon so viel versemmelt. Der hat einmal 96% Chance versemmelt und einmal 98%. Und das in einer Session. Das muss man erstmal hinbekommen. 97. Ja, kill erstmal den da. Yeah, Leute, das geht ab, der Squad. Gefällt mir. Habt ihr das gesehen? So. Können wir mit denen noch nach vorne laufen? Nee, wollen wir ja gar nicht. Wir wollen einfach schießen. Okay. Okay, Leute. Nice. So. Target neutralized. Wenn ich so drüber nachdenke, kann man das bestimmt auch übelst im Stealth machen. Einfach nur mit einem Ranger, den man im Stealth-Modus hat. Hier reingehen, das platzieren und dann evakuieren. Ohne Kampf und so. Das würde bestimmt auch gehen. So gut, dann bewegen wir uns weiter vorne. Nach vorne besser gesagt. Gehen wir hier hin. Ja, mit Rambo müssen wir ein bisschen aufpassen. Den dürfen wir jetzt nicht mehr ganz so in der Front haben. So, dann geh du mal hier hin. Closing on target position now. Wie gesagt, wir haben keinen Zeitdruck. So, nachladen. So, mit ihr können wir auch mal nachladen. Und ich mach Feldschutz an. So, genug Muni drin. So, mit ihr lade ich auch nach. Bereit für den Angriff. Das kostet ja keine Aktionspunkte mehr, ne? Na doch, hat's gekostet. Ah ne, wir können aber zumindest, wir können uns noch komplett hier bewegen und so, wenn wir wollen. Okay, dann geh du mal hier hin. Rücke aus! Das Gebäude wird ja bestimmt auch drinnen und noch gut bewacht sein, könnte ich mir vorstellen. So, meine Liebe, du gehst hier hin. J'y vais. Halt, ich kann das schon weitermachen. Ja, ich muss mir das jetzt erstmal angewöhnen, dass ich das parallel machen kann, Leute. Mit der Ruhe. Moving to position. So. Okay, und ich bringe mal jetzt noch hier hin. Und dann mache ich mit einer Feldposten an, dann ist die Runde schon vorbei. So, kann weitergehen. Ich überlege nur gerade, ob wir vielleicht noch welche aufs Dach schicken wollen. Ja, wir illern erstmal rein. Wir gucken erstmal, was hier drin ist, so ist, würde ich vorschlagen. So, Rodney, du gehst mal hier hin. Wenn wir dich hier haben, Rodney. Jo. What's over there? Na, wir gucken mal. Männer 1-5, sie sind bei der What? Oh nein, nicht so wieder so ein Teleport wie. Scheiße. So, wir sind 69, 59, 31. Okay, dann geh erstmal auf den hier bitte. Ja, du kriegst ihn wahrscheinlich nicht tot, hä? Moment. Wir haben da Sniper. Sniper, Sniper, Sniper. Wo bin ich? Hier. So, 6 bis 8 Schaden. Können auch heftiger Schuss machen. Dann ist er definitiv down. Wir müssen nur treffen. Ich weiß jetzt nicht, was mathematisch besser ist. Weil wenn wir jetzt so schießen, kann es halt sein, dass wir nur 6 Schaden machen und dann lebt ja halt noch der Kollege. Ja, ich weiß es nicht. Ich schieße einfach so drauf. Es ist scheißegal, weil wir treffen so oder so nicht, ne? Ziel steht noch. Ja, offensichtlich. Mann, ey. Nervt mich gerade ein bisschen. So 53%. Müssen wir aufpassen wegen dem Vieh hier, weil das kann ja wieder mit AE dafür sorgen, dass wir mit Waffen nicht schießen könnten. Und darf ich jetzt alle nicht so übelst nebeneinander stellen? Das wäre ein Fehler. So, geh mal hier hin. Ricevuto, mi muovo sull'obiettivo. Jo. Sag ich doch. Drauf. Ey Leute, aber. Nessun danno. Ich sollte kein Roulette spielen, auf jeden Fall. Sto usando molte munizioni. Wir können den auch mit einer Nahkampfattacke erledigen, so wie es aussieht. Aber dann ist er natürlich gefundenes Fressen, ne? Aber es ist mir jetzt, glaube ich, fast egal, weil. Wir müssen die einfach nur schnell töten hier. Die sorgen eigentlich, desto mehr wir uns zurückhalten, desto mehr könnt ihr uns nerven, weil die mit den Siegkräften und das andere Vieh hat ja auch so Siegkräfte und so ein Scheiß. Geht's einfach mit Schwert drauf. Schnauze voll. So, Captain America.
So schwer ist es doch nicht. Hostile neutralized. Ja. So, McKay, du darfst jetzt mal noch auf den hier schießen. Nee, auf den. Ja, auf den jetzt schießen ist eigentlich, naja, gut, wenn wir treffen, Teil löst er sich, wären das zwei. Das kann aber dann richtig eklig werden, wenn das zwei sind. Ja, wir können es probieren. Komm, wir schießen einfach jetzt drauf. Ja, 7 Schaden, ist okay. Und wir haben ja noch drei Leute oder zwei Leute frei, die schießen können. Kommt drauf an, wo der jetzt entsteht. Am Arsch der Welt. Okay, da hinten ist der. Nicht so cool. Muss wenigstens einen jetzt noch down bekommen, wenn es eine Granate ist oder so. Also kann ich doch keine Granaten werfen, oder? Wir kommen maximal bis hier hin. Soweit kriege ich den also nicht bewegt. Das ist uncool. Na ja, gut, dann geh du mal hier hin. Jetzt habe ich die schon wieder so nah beieinander, das ist eigentlich scheiße. 57, okay, das ist gar nicht so verkehrt. Bei denen auch. So, bitte triff den jetzt mal. Bitte. Ey, langsam wird's lächerlich, Mann. Das ärgert mich. Ist ja nicht so, dass ich hier bei 10% Chance schieße oder so. So, ja, Kollege, du gehst hier hin. Ich hoffe, du triffst dann wenigstens jetzt. Ja, sind nicht in Reichweite oder was? Ist das euer Ernst? Ja, also toll. Jetzt stehen die alle zusammen und verlieren alle. Ja, die machen das hier mit. Muni, ne? Und der andere kann auch noch was machen. Ich kann es gar nicht übel sein. Nicht so schlimm. So, was macht der zweite? Ja, Leute, so, das passiert, wenn erst 70% nicht treffen, dann 60% und dann hintereinander nochmal 50% nicht treffen. Das ist dann einfach Pech jetzt gewesen. Weil ansonsten wäre nämlich einer von denen down gewesen und dann hätte der andere höchstwahrscheinlich die Waffen deaktiviert und nicht auf Captain America geschossen. So, es war aber jetzt einfach eine Aneinanderreihung von sehr viel Pech. Ja, ich muss es wieder selber richten hier. Ja, Captain America ist down. Scheiße. Hat noch nicht mal den Namen Sidir angenommen. Aber cool, das kann ich Sidir vielleicht nochmal so erstellen irgendwie. Müssen wir mal schauen. So. Können wir nur mit irgendeinem schießen? Sieht nicht so aus, ne? Nee. Okay, dann verlass das mal die Blase hier irgendwie. Ich habe immer ein bisschen Angst vor dir. Geh du mal hier hin. Ja, da hätte ich noch eine Granate gehabt, sehe ich gerade. Geh lad mal nach. So, du hast auch keine Granate. Dann geh du mal hier hin. Tut es gerade ein bisschen leid um Captain America. Hat nicht lange gelebt. das lief auch echt beschissen. So, können wir den irgendwie. Ich weiß nicht, reicht die Reichweite aus? Probieren es jetzt einfach. Schick dich jetzt hier hin. Geh doch. Feuer. So. Oh nice, Beförderung. So. Ja, du gehst hier hin. Okay. Und nachladen. It's killing time. So, mit dir können wir Feldposten anmachen. Ansonsten sehe ich jetzt hier, weiß ich nicht, Scan-Protokoll. Ja, wir können Hilfsprotokoll anmachen. Auf die gute Curry. So. Ja, weil die wird jetzt ja wahrscheinlich das Ziel sein, könnte ich mir vorstellen.
Aber so wie sich das auflöst und so, könnte ich mir auch vorstellen, das Ding macht, haut dann noch ein bisschen Damage raus. Ich weiß es nicht. Jetzt bedenken. Sieht halt am Ende nochmal aus wie eine Explosion oder so. So, was nun? Captain America wiederbeleben. Das wäre cool. What, das macht der wirklich? Alter! Zombie Captain America! Alter, wie geil ist das bitte? Oh, das ist übelst gemein. Ja, ich kann es nicht ändern, Leute. Ich kann mit dem sowieso nicht viel machen. Baller mal Captain America ab. Es ist nicht wie dir. Da stand er noch nicht da. Habt ihr das gesehen? Oh, das kann dann nicht nur bei XCOM basieren, ey, solche Situationen. Großartig, ey. Ich find's witzig. Zombie Captain America. Unsere Gefährde. Und ich hau den ins Gesicht rein, eine Kugel. So, okay, ja, den schießen wir jetzt weg hier einfach. Gibt's keinen Ballon. Komm hier vor. Samash. Natürlich, ein Perroquet. Oh nein, ich hab mich nachgeladen. Dann geht immer hier hin. Die habe ich nachgeladen. Wir müssen ja eine gute Trefferchance haben. Ja, ist gut. Lebt leider noch! Ja, aber die ein. Ne, zwei Schaden müssen wir machen. Okay, wie viel hast du? 67. Ja, ich bewege dich mal. Wenn ich dich hier bewege, dann sind wir aber niedriger. Das ist bestimmt nicht gut, ne? Ich schieße einfach von hier jetzt. Rambo richtet's. Sehr, sehr gut. Jetzt treffen sie wenigstens auch mal wieder. Nemico neutralizzato. So. Okay. Dann können wir an sich da jetzt hier C4 ranhauen. Davor würde ich aber gerne noch ein bisschen Position bringen, weil wir sollen dann evakuieren. Das heißt, es kommt bestimmt wieder Verstärkung oder so. Denke ich. Geh du hier hin, mach du das mal bitte. So. Okay. Das ist ja gar kein C4, das ist X4. Unterschied. Manus 1-5, Status bestätigt. X4-Ladungen sind scharf. Begeben Sie sich unverzüglich zum Evakuierungspunkt. Wo ist denn der? Savasukui! Wo ist denn der Evakuierungspunkt? Sky Ranger rufen. Ah! Okay, ich konnte das jetzt aber nicht beeinflussen, oder? Wo das gemacht wird? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, weil ich konnte nichts auswählen. Ich habe einfach nur gesagt, rufen, und dann kam das hier hin. Und ich hatte aber nirgendwo drauf gedrückt oder so. Hätte sein können, dass man aussuchen kann, wo der hinfliegt. So gut, dann bringen wir euch mal alle noch in Position. Dich hätte ich ja gerne so, dass du dann nächste Mal... dass wir dann gleich dahin rennen können. Oh ne, ich mache erstmal mit dir hier vorne Schutz. So, okay, Kollegen. Ja, dann geh du mal hier hin. Mi muovo verso le coordinate. Jo. Feuerschutz. Schon in Alerta. So, dich hier. Wollen wir dich aufs Dach noch schnell bringen? Hier hin vielleicht? Aber die sollten alle in einer Runde möglichst schnell dann da hinkommen. Deswegen lasse ich das jetzt. Ich hau dich hier an das Fenster ran. Das gefällt mir ganz gut, die Position. Und ab geht's. Das ist eine gute Sniper-Position trotzdem. Auch wenn es nicht erhoben ist. So, dich, Kollegen. Hier, nur hier ist eine Tür. Da können wir keinen Feuerschutz machen. Hier können wir Feuerschutz machen. Geh hier hin. Understood. Moving out. Affirmative. Covering now. Und dich, Kollege, ist nicht die beste Position, weil wegen Feuerschutz und so. Geh mal hier hin. Mach Feuerschutz. Okay, I'll go. Ja. Affirmative. Covering now. Geht los, Alter. Weiß auch nie, was rauskommt, ey. Aber das dürfen wir eigentlich hinbekommen. Hoffe ich. Bewegt euch! So.
Ja, die haben leider alle nicht so gut getroffen. Aber einer ist down, glaube ich, wenigstens. Nee, ist keiner down. War nicht gut gewesen. Sah geil aus, aber war nicht gut. So, 72 hast du auf den. Und du hast ja Rüstung zu fetzen. Wir gehen jetzt darauf, hier die Instant zu killen, würde ich sagen. Ja, besser als 72 wird es jetzt auch nicht, wenn ich dich vorschläge. So hast du wenigstens noch Deckung, deswegen schieße ich jetzt einfach. Und hoffe, dass es gut geht. So, die Rüstung ist kaputt. Und jetzt können wir den an sich mit Beam erledigen, hoffe ich. 71, 40. Nee, können wir leider nicht. Okay, dann schießt du auf den. Können wir mit Morpheus da vielleicht noch davor draufballern? Ich bring dich erstmal noch in Position. Ich muss dich jetzt so positionieren, du hast auch noch volles Leben, ne, yo. Dass wir möglichst gut treffen jetzt hier. Das hat auch keine Feuerschutzvernehmung gemacht, glaube ich. So, 37, 43 ist auch nicht so toll. Ist alles nicht so toll. Okay, Moment, das kann jetzt nicht so schwer sein, die hier noch. Wir haben noch eine Granate mit ihm, sehe ich gerade. Dann könnten wir den erstmal safe erledigen. Geh mal hier hin. Guck mal, jetzt wie die Trefferchance ist. 81. Okay, nur dann kill. Ich hoffe, er verzieht jetzt nicht. Okay, den ersten. Wir können auch eine Granate werfen, aber dann kriegen wir, wie gesagt, nicht die Ressourcen. So, der hat nur zwei Leben, den müssen wir jetzt auch noch irgendwie platt bekommen. Irgendeine Variante. 37, 43. 33, 37. 71, 40. Dich kann ich aber noch bewegen, ne? Wie hast denn du Chance, den zu treffen? Kann ich nachgucken? Wird mir nicht angezeigt, oder was? Weil sonst könnte ich auch mit dem hier hingehen und mit der Pistole auf den schießen. Zwar ein bisschen umständlich, aber... Ja, der schießt mit denen auf die Sniper. Mit der Sniper. Ah, ne, geht nicht. Okay, dann mit der Pistole. Geh hier hin. Endlich! 55. Vielleicht klappt's ja. So, Feuer. Licht ins Schwarze. Nee, nicht so ganz. Mann. Ich hasse das, wenn das so... Ich kann dich auch noch bewegen. Rolling. Nice. 42. Ist auch nicht so toll. Warum nicht gleich so? Enemies down. So, ist nur noch einer da. So, den werde ich aber nicht down bekommen mit dir, ne? Nee, nicht ganz. Scheiße. Ja, schießen trotzdem einfach drauf. Oh, wir hätten ja die Deckung wegmachen können. Ja gut, aber der wird ja jetzt hoffentlich... Außer er geht auf Rambo. Wenn er auf Rambo geht, dann ist scheiße. Geht aber nicht. Daneben! Okay, nicht getroffen. Alter. Der trifft zwar selber nie damit, okay, aber... Ja, jetzt sind keine Gegner mehr, Alter. Du bist jetzt tot. Du bist jetzt Gemüse. Alien-Gemüse. Moment. So, wir wollen es jetzt ja nicht übelst umständlich machen. Geh du mal hier hin. So. 93%, ne? Halt's Maul. Wieso streifen die denn nur noch, Mann? Wie kann man denn da noch streifen? Und die Streifen auf der Hose, oder was? Was sind das für ein Morgs? Ja, also gehen wir den... Ich habe keine Muni mehr. Scheiße, ich hätte direkt schießen sollen. Aber ich werde es jetzt hier nicht verkacken, oder? Den einen Typen noch irgendwie zu killen. Das ist gerade ein bisschen lächerlich, die Situation hier. Mir fehlt der Ranger. Der Ranger wäre jetzt wirklich, der wäre so easy, Leute. So. Okay, Curry, kannst du es bitte richten? Die Männer kriegen es nicht hin.
Ja, super cool. Auch mal gestriffen, ne? Aber es dauert. So schlecht, Leute. MS-1-5, alle Feinde nahe ihrer Position wurden eliminiert. Begeben Sie sich zum Evakuierungspunkt. Jo. Bin dabei. So, okay, Leute. Ab nach Hause. Jo. Ich reste pas dans cet enfer. I'm going. Pronto a tornare. Yeah. Und Achievement, Abrisskommando. Nice. Puh! MS-1-5, Status bestätigt. X4-Ladungen detonieren. Explosion, noch mehr kaputt. Wunderbar. Oh, alter Schwede. ich bin immer noch mit Captain America, ey. Muss man erstmal verarbeiten. So, nice. Oh, nice. Guck mal, verbotene Fähigkeit entdeckt. Dank der Bemühungen des fortschrittlichen Kriegszentrums hat dieser Soldat eine Kampffähigkeit erlernt, die außerhalb dessen Spezialgebiets liegt. Sichere Deckung. Wenn du in dieser Runde nicht angegriffen hast, gehst du automatisch in Deckung. Toll. Na gut, aber ich meine, Deckung kostet auch einen Aktionspunkt. Na gut. So. Was haben wir jetzt noch hier? Deckungsfeuer oder Gefahreneinschätzung? Feuerschutzschüsse können nun bei jeder feindlichen Aktion ausgelöst werden, nicht nur bei Bewegung. Achso, ja, das war das gewesen. Okay. Was war das mit der Gefahreneinschätzung? Das war mit diesem Deckungsfeuer, Feuerschutzschuss, ne? Ja, ich probiere das mal mit dem Deckungsfeuer aus. Müssen dann noch ein bisschen rumprobieren. Also. Soll ich davon auch befördern? Oh, jetzt habe ich es mir nicht durchgelesen! Okay, der hat auch sichere Deckung bekommen. Wenn du diese Runde nicht angegriffen hast, gehst du automatisch in Deckung. So. Granate, ja, dann. Ja, wir machen das mit Holozieren, das finde ich immer noch gut. So. Wow, Captain. Das ist neu, Leute. Kettenschuss. Schieße mit einer um -15 verminderten Zielsicherheit. Wenn du das Ziel triffst, schießt du automatisch nochmal drauf. Hahaha, zweimal Schuss. Sehr cool. Explosive Mischung. Deine Granaten verfügen über einen um ein Feld größeren Sprengradius und richten +2 zusätzlichen Schaden an. Auch gut. Und da kann ich mich jetzt ja kaum entscheiden. Aber Kettenschuss zweimal schießen ist schon ziemlich fett, Leute. So, gerade gegen so fette Gegner und so weiter. Das ist schon ziemlich nice. Ich mache mit dir Kettenschuss, mit Rambo mache ich dann explosive Mischung, glaube ich. Oder machen wir es umgekehrt. Ich mache mit dir explosive Mischung, mit Rambo mache ich Kettenschuss. Das macht mehr Sinn. Deutlich mehr Sinn. So, ja, Captain America. War eine gute Zeit mit dir gewesen. Scheiße. Ah, nee. Die Zerstörung der Alien-Einrichtung wirft die Fortschritte der Aliens beim Avatar-Projekt sicher stark zurück. Zumindest für den Moment. Gut gemacht, Commander. Jo, bitte noch ein bisschen mehr Emotion. So, reduzierter Wille. So, jetzt gucken wir mal, Leute. -2 stand da. Okay. Ist wieder auf 50%. So gut, Leute, dann würde ich aber erstmal an dieser Stelle Schluss machen. Mit dieser Folge hier. Denkt bitte an den Daumen, denkt an Feedback und würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Und keine Sorge, wir erstellen auch noch neue Charaktere. Ich habe mittlerweile eine ellenlange Liste von euch. Manche haben ja teilweise 30 Namen vorgeschlagen. Also ich kann natürlich jetzt nicht 60 oder 70 Typen hier umsetzen. Das wird auch keinen Sinn machen, weil wir die sowieso nicht alle mitnehmen können. Aber ein paar werden wir auf jeden Fall noch machen. So. Gucken, ob wir Sidia und Captain America in irgendeiner Form wieder beleben lassen. Ich weiß es nicht. Eigentlich habe ich gesagt, ich bin da konsequent. Aber Sidia ist nicht gestorben. Er hieß ja nur Captain America nicht. Und hatte noch keinen Sidia mit drin als Namen. Also, bis zur nächsten Folge dann. Macht's gut. Tschüssi.